country is the electro. Rammstein-Fan. In his caravan is the future man. Gestellt haben und Spaß dazu genannt haben. Und willkommen im zweiten Teil zu zwei Assis und zwei Normale. Ja. Wenn die hier wären, ey, wenn die hier wären, weiß gar nicht, wie viel Schläge die kriegen würden, also die würden übelst auf die Fresse kriegen. Ey. Genau, von deiner Schwester oder so. Echt? Also meine Schwester ist schon stärker als du, du Hunger. Ey, geht nur. Und der, in der, der mit der Glatze, ne, der auf dem Foto ist, gegen den würde ich lieber nichts sagen. Echt? Spannend. Ja, ist ein Arschloch. Soll ich was geben? Oh, das ist ein Nazi, Alter. Oh, da fühlt er sich aber. Oh, pass mal auf, Alter. Wo ist denn der mit der Glatze? der dicke Behinderte da, zweite von rechts. Ich schwöre, der rollt dich um, du fettes Stück Scheiße. Das sieht aus wie der Typ von Alter. Du hast deinen eigenen Freund gedisst, Mann. Was ist mit dir? Ey, Rick, das sieht aus wie der Nigger von I don't know. Ohne, ich schick dir da mal das Bild, das ist so der Hammer. I don't know. Wie viel Spaß das denn, dass ich zuerst mal. Patrick, bist du stolz darauf, Engländer zu sein? Ich bin stolz darauf, deine Mutter fünfmal gefickt zu haben. 13 Arschlöcher, 13 Vollidioten, insgesamt ein halbes Gehirn. Außerdem ja. Bin ich Deutscher, du Hurensohn. Gerade war auch noch Engländer, oder? Ja, gerade war noch Engländer. Das ging fix, ey. Ja, also. Ich bin Wannabe Engländer, da hast du recht. Was? I wanna be the guy? Ist da wieder irgendwas zu essen, oder was ist los? Hat mein Dick. Ja. Ja, ich glaub dir's, Alter. Meinetwegen. Das hat er gern, Alter. Aber du weißt schon, dass ich danach strebe, Schwänze abzubeißen dabei. Das ist eine gute. Oh, jetzt schaut der Scheiß ICQ aus, das ist doch nicht die Möglichkeit. Ja, tut mir leid, dass ich. Oh, krank. Tut mir leid, dass ich berühmt und bekannt bin. Was? Der, den jetzt zuspannt, ist dieser Christian. Das ist schlecht. Sorry, dass ich so bekannt bin. Wie gesagt, ich bin berühmt. Tut mir leid. Du weißt, was der Christian gerade zuspannt. Weißt du, der schreibt doch nicht so was hier so. Oh, hör auf. Ich kann immer. Nur damit er jetzt denkt, dass der Promi wäre oder sowas. Lol. Das ist geiler als das I don't know, Alter. Wieso? Genau das meine ich, Alter. In Englischen wird das ganz anders ausgesprochen, du Fotzenkopf. Aber wieso ist es sonst sagen, du Vollidiot? Das sag du mal I don't know. Ohne Scheiß. Oh, mach dein Feueralarm aus. War das jetzt dein Handy? Was hast du für ein Handy? Was hast du für ein Handy? Handy von dem Jahr 1980, als es noch gar keine Handys gab? Alter. Ich wurde nicht angerufen, du Opfer. Ja, die Angie wurde angerufen. Aber, mein Gott, das lassen wir jetzt mal hinten links liegen. Ja, egal. Aber, ey, Hammer. Naja, aber ich meine ja nur, also, wer war jetzt nochmal der Engländer? Patrick, ne? Patrick? Ja. Also dieser I don't know Kerl, der sagt das wirklich so und der ist aus Amerika. Also, dann wird der das wahrscheinlich auch nicht richtig aussprechen. Schweine, die, ne? Das ist ihre eigene Sprache, nicht können. Ja, Amerika, der spricht halt Amerikanisch, ne? Der spricht schon mal, Englisch. Ey, schon mal davon gehört, es gibt Plattdeutsch und es gibt auch in Englisch verschiedene Sprachen. Ach, jetzt war's doch richtig. Ich hab's gewusst. Nein, nicht. Ja, war's jetzt doch nicht. Weil du den Akzent dafür nicht hast. Ach, jetzt beginnen wir's. Okay, dann ach, also jetzt, haben wir doch recht gehabt. Dann darf ich jetzt kein Wort Englisch mehr sprechen, weil ich den Akzent nicht habe. Okay, und du bist Engländer, aber so darfst du kein Deutsch sprechen. Ja, wenn du damit nach England gehen würdest, ich würde kein Deutsch verstehen. Oh, Alter, ich hab kein Wort verstanden. Was hab ich denn da verloren in England? Ich hab kein Wort verstanden. Ich auch nicht. Ich habe gesagt, wenn du damit nach England gehen würdest, würde dich kein Arsch verstehen. Achso, natürlich. Ich kenne den wahren und wirklichen komischen Schnulzen-Akzent. Wo du wie ein Schnösel bist. Ich hab so lange genug daran nachgedacht und sowas. Also, daran liegt das nicht. Sag mal, ich würde mal sagen, Christians Bruder alias Arschkopf schreibt Patrick die ganze Zeit an. Wieso redest du nicht, feige Drecksau? Ja, weil er damit zu beschäftigt ist, zu spammen. Hallo? Sein Gehirn ging an die Sonne gerade. Und auf Enter drücken, das sind schon schwierig halt. Diese Bene hat die Zocke gerade. Oh, der Michi! Geil, der Michi! Rein mit Michi! Oh, Hammer! Der was, mischt jetzt was die Count. Ey, ruf den an, der fickt euch so derbst. Der fickt euch so derbst tot. Ey, ohne Scheiß, weißt du, wie du dich gerade anhörst? Ohne Scheiß, Alter. Michi, warte mal, ich hab dich gerade eingeladen. Michi, ich hab dich gerade eingeladen in eine Konfi mit ein paar Arschlöchern. Nein, Mann, hör mal zu. Warte, die rufen mich gleich mal an. Ey, hör mal zu. Ja, rede doch! Ruf ihn mal an.
wie du sagst, der fickt dich selbst über Tinder. Michi, Alter, die... Oder was? Was für ein Ding? Oh, lass ihn mal. Michi, bleib mal da. Der Christian und der Patrick, die übelsten Opfer. Kannst du ruhig verarschen. Jetzt sind es schon drei. Das sind solche Arschlöcher, ey. Ja, ohne Spaß, das sind so Lappen. Der Patrick versucht zu erklären, dass er Engländer ist, dann ist er auf einmal wieder Deutscher und jetzt ist er auf einmal Nazi. Auf einmal ist er wieder Engländer. Ist er vielleicht halb Engländer? Meine Fresse, ey. Ich weiß nicht, was ey, Michi, die kannst du von mir so verarschen, Patrick und Christian, ey. Die laden mich ein, sagen Penner, Hurensohn, Arschloch, so Zeug, ey. Weißt ey, mein Homie ein bisschen kleiner, ja, ihr Bastarde, Alter. Schnauze. Was ist denn das? Aber die übelsten. Einer ist ein Engländer, gibt sich damit an, der andere ist ein Russe, gibt sich damit an. Krass. Fühlst du dich wie Amok King oder was? Vielleicht. Was ist mit Amok King? Ja, so wie du redest. Hör du mal! Was ist das schon mal mit. Hat das schon mal was mit Amokläufer zu tun? Der weiß, wenn ich Amok King wird, Alter, ey, ohne Witz. Ja, Jackpot! Der andere hat sein scheiß ICQ die ganze Zeit. Ah, guck, jetzt schreibt er auch noch. Oh, Alter, jetzt krieg ich Angst. Was ist das denn? Guck hin. Micha, weißt du, das ist ein Fehler. Also, das will ihm jetzt sagen, dass er schreiben kann. Hoffentlich ist jetzt. Oh, buh. Er hat sogar fast. Oh, scheiße, du. Das ist ein Schläger. Bin ich erschreckt, ey. Wie alt bist du? 14? Wie alt ich bin? Älter wie du. Ja. Wie schon mal Fakt. Das glaube ich auch, dass der älter ist wie du. 18 ist er. Wie alt? 18 ist der. Oh Gott. Hi, aber. Nur weil 18 ist, soll ich mir jetzt in Hosen scheißen. Alter, ist krass. Ey, der widerspricht sich. Der widerspricht sich so krass. Wenn du in die Hose scheißen würdest, hättest du wenigstens was in der Hose. Ey, die haben mir sogar so einfach eine Messe verraten. Ich darf den mal durchvögeln, hat er gemeint. Oder ich soll das. Zwei Innern, die sollen die Fresse halten, weil ich dich nicht verstehe. Ich bin doch Kinder. Komm, wer ist Engländer? Komm, jetzt gebt mir's ab. Ah, der Patrick. Ich will heute mal richtig so. Mein Stiefvater ist. Komm, disst mich, ich diss zurück, hopp. Ich will auch dissen. Mein Stiefvater ist Engländer. Oh, geil. Der ja, also bist du auch Engländer. Kein Engländer, weil es ja dein Stiefvater ist und dein richtiger Vater ist bestimmt Deutscher. Und dann bist du Deutscher und nicht Engländer. Bäm. Siehste, euer komischer Freund checkt das wenigstens, ey. Ohne Scheiß, Mann. Ey, du bist so bescheuert, du hast nicht einmal von Stiefvater gelabert. Oh, ne. Klar, Mann. Ja, klar, Mann, genau. Ohne Scheiß. Wer zwei in England, ey. Ihr würdet jeden Tag auf mich treffen. Kriegen. Ohne Scheiß, Tag. Ja, glaube ich nicht. Ey, Patrick. Glaube ich nicht. Ey, Patrick, mir haben schon so viele gedroht, mir einen auf die Fresse zu geben. Und das haben die alle bereut. Jeder einzeln, auf seine Art und Weise. Soll ich dir mal meinen Cousin zu dir schicken? Schick mir doch her. Schick mir her, komm. Ja, ich schicke dir her. Ja, schick du mal. Also, mach mal. Aber nicht per DHL. Per DHL ist ein bisschen, die trödeln immer und dann, ich glaube, der kommt, also. Der ist ein bisschen schlecht. Wieder. Ohne Scheiß, Alter. Ja, ich auch. Also, wie gesagt, schickst du mir dieses dreckige Foto von deinem dreckigen Freund? Ihr könnt gerne mir irgendwie jemanden vorbeischicken, da hab ich richtig Spaß dran. Ihr redet wie Kurden, Alter. Sagt immer ja, ach, Kurden. Jetzt sind wir Kurden, weil sie gerade mal Kurden. Haben mein eigenes Land. Nein! Ja, ich hab doch ein eigenes Land, du Spasti. Ey, der Lukas will auch rein. Ruf mal den Lukas. Du weißt du denn mal, was ein Kurde ist, du Spasti? Was ist denn ein Kurde? Komm mal, erzähl mal, hopp. Jetzt beginnen wir. Kurde ist so einer wie du. Redet genauso viel. Das ist dir, meine Damen und Herren. So, pass auf, ich kann im Gegensatz zu dir. Hochdeutsch, ja? Hochdeutsch. Fang an. Ich rede doch die ganze Zeit Hochdeutsch. Soll ich das nicht mal mit dir sprechen? Lukas wird angerufen. Ich weiß sicherlich nicht mehr. Fail. Hey, lass ihn mal reden, was er mir zu sagen hat, und dann rede ich mit ihm und dann darfst du wieder reden, okay? Mach mal das ganz einfach, weil ich verstehe nämlich gar nichts. Lass mich nur eins noch sagen. Fail! Okay, du bitte. Oh, das so. Der macht nicht, ohne Scheiß. Fail. Komm, jetzt. Hast du die Chance, mich zu dissen? Jo. Nutz die gut. Fang an! Geil. Ja, das war ein Diss. Jetzt hast du die Chance, mich zu dissen. Fang an. Was war ein Diss? Oh, ne. Also, ich weiß ja nicht, wo du herkommst, aber bei mir wird sich so begrüßt.
Also. Na, kann also, ich nur sagen. Wenn du das sagst, dann kommst du aus Bremen. Und Bremen ist ein Opferstadt. Achso, ich komme aus Bremen, cool. Ja, siehst du? Opferstadt, alles klar. Bremer hört sich zwar erstens anders an und zweitens. Ein Bremer würde sich nicht mit dir unterhalten, da bin ich mir sicher. Die sind nämlich im Gegensatz zu dir gebildet im Kopf. Meinst du? Ja. Ja, wie Stöllner. Glaube ich nicht. Bin ich schon. Denke ich schon, du bist bestimmt so ein Hauptschüler. Ja, SFL. Nein, ohne Spaß, Patrick, jetzt mal ehrlich. Auf welche Schule gehst du? Ich gehe auf eine berufsbildende Schule. Das heißt, mit Abschluss? Eine Berufsschule. Eine Berufsschule. Ja. Die Fahrgeber, oder? Suche, wirtschaftlich, oder? Albrecht-Ter-Schule in Alten.